Wir sind hier im Berg Hüritz, in der Emslandstärke, und mein Name ist Michael Hörster. Die Emsland Group ist ein führender Kartoffelstärkeproduzent, in dem hochwertige Proteine, Kartoffelstärken, Granulate, Flocken sowie Fasern hergestellt werden. Ich habe vor 19 Jahren hier angefangen, eine Lehre zu beginnen als Industriemechaniker, habe dann im Anschluss als Anlagenfahrer hier weitergearbeitet und bin nochmal zur Armschule gegangen, habe dort meinen Industriemeister nachgeholt und bin dann zum Abteilungsleiter aufgestiegen. Technikbegeistert war ich nur als kleines Kind gewesen, und hier hat man dann, das ist eigentlich wie ein großer Spielplatz für einen erwachsenen Mann. Man hat hier sehr viele Technik, drehende Teile, man hat Wärmetauscher, man hat Trockner, also man bekommt irgendwo aus einer Kartoffel verschiedene Rohstoffe heraus filtriert oder separiert, und das ist natürlich faszinierend. Das Besondere ist hier, dass der Beruf sehr vielfältig ist. Denn der Rohstoff verändert sich mittlerweile von Jahr zu Jahr, und dementsprechend gibt es immer wieder neue Herausforderungen, das Beste aus der Kartoffel zu holen. Es gibt viele Lieferanten natürlich, mit denen wir hier zusammenarbeiten, und Ligea haben wir vor 2 Jahren eine Anfrage erteilt. Das ging dort um die Proteinanlage, Erstellung einer Proteinanlage. Das komplette Projektierung sowie Auslegung der Wärmetauscher, Rohrleitung, Pumpen, aber auch Berechnung der Massenbilanzen, Erstellung von Zeichnungen, 3D-Rohrleitungsplänen und auch den Dekanter natürlich. Der Dekanter trennt einen Feststoff von einem Flüssigteil, und dementsprechend findet er verschiedene Anwendungen. Ob in der Fruchtwasserlinie, dort trennen wir zum Beispiel Stärke vom Fruchtwasser ab, aber auch in der Proteinanlage, dort trennen wir zum Beispiel das Fruchtwasser wieder vom Protein ab. Gier ist ein vertraulicher Partner. Man konnte es sehen, die Proteinanlage, die wir hier hingestellt haben, da gab es eine Herausforderung. Gier hat einen Vorschlag gemacht, und was für uns ganz wichtig gewesen war, war das 3D-Modell vom Rohrleitungsplan. Das hat uns unheimlich weitergeholfen, gerade beim Rohrleitungsbauer diesen vorzulegen. Ich denke mal, das hat mindestens die Hälfte der Zeit eingespart, dort die Rohrleitung zu verlegen, als wenn der Rohrleitungsbauer eine extra eine Isometrie, also wo er die Rohrleitung verlegen soll, noch hergestellt hätte. Am meisten stolz bin ich, ja, das, was ich jetzt momentan erreicht habe, aber auch die Freiheiten, die ich habe, mit den verschiedenen Firmen zusammenzuarbeiten. Ich habe meine Vision, die gebe ich weiter, und im Großen und Ganzen werden diese eigentlich immer wieder umgesetzt. Und das macht einen dann irgendwann stolz, in die Anlage zu gehen und zu sagen, das hat man hier projektiert, das hat man erschaffen. Diese Prozessstabilität ist auf einen selbst gewachsen.